Schmerz klagt gegen alles, was sich regt, sich bewegt und ihn sich in die Quere legt. Offenbar ist das bei ihm so ein Reflex. Wer weiß worauf, womöglich gar auf schlechten Sex. Der März bemüht besonders gerne die Justiz. Sobald er eine Chance wittert, dann geschieht's. Er macht so gerne Riesenwelle vor Gericht. Nur für sein Ego um die Sache geht's ihm nicht. Er braucht die Aufmerksamkeit, ohne geht's ihm schlecht. Dass er nicht Kanzler ist, hält er für ungerecht. Er glaubt, er kann die nächste Wahl gar nicht verlieren. Er sollte abwarten, da kann noch viel passieren. Dahin übt er sich erstmal in Obstruktion. Denkt, keiner kann so gut wie er Opposition. Wenn er das denkt, soll er doch bleiben, was er ist. Wenn er Rechtsaußen Wählern aus den Händen frisst. Am besten hätte er in der Anstalt seinen Platz. Als ein Max-Uthoff-Klon braucht der meinen Ersatz. Wobei der Merz sich ja für unersetzbar hält. Diese Rolle ihm bestimmt auch nicht gefällt. Wie wär's, man nimmt ihn mal so wichtig, wie er's will. Und ist der März vorbei, sagt man April, April. Wenn dann der Frühling voll in Blüte steht im Mai, ist ein Ersatzbänkchen bestimmt für ihn noch frei. Als Kleiderständer oder auch als Besenstiel. Jede tragendere Rolle wär zu viel. Vielleicht als Fettnapfputzer tritt er wieder rein. Wenigstens da wird er ja unersetzbar sein.